Mit einem herzlichen Gruß aus Köln möchte ich mich heute einmal besonders an die Mitbrüder im priesterlichen Dienst wenden. Ich bekomme mit, wie ihr in den vergangenen Wochen nach Wegen sucht, zu den Menschen zu kommen. Zu den Menschen zu kommen mit Christus, mit der Botschaft Christi, mit den Gottesdiensten. Livestreams werden kreiert und Videobotschaften gesendet. Ihr versucht, Kontakt zu halten zu den Gemeinden. Aber auch karitative Initiativen, so hörte ich von einem Pfarrer, der eine extra Nummer schaltet, damit sich ältere Menschen an diese wenden können, damit sie Hilfe bekommen, wenn es nötig ist. Gut, solche Initiativen. Ich möchte euch an dieser Stelle für all das, was ihr tut, auch im Verborgenen einfach mal Danke sagen. Gott wird es sehen, Gott sieht es und er wird es euch noch viel mehr danken. Es ist für uns eine besonders herausfordernde Zeit. Nehmen wir nur die heiligen Messen. Auch ich feiere die Heilige Messe jeden Tag ohne Volk. Ich weiß natürlich, geistlich ist das ganze Volk Gottes im Himmel und auf der Erde mit dabei. Und doch so allein die Messe zu feiern, nicht einfach. Mir hilft einfach der Gedanke der Stellvertretung. Ja, ich tue dies nicht einfach für mich, sondern für die Menschen, für jene, die mit der Eucharistie, mit der Kirche, mit Christus verbunden sind. Und dass ihnen das zugutekommt, was wir dort feiern, das ist meine große Überzeugung. Und vielleicht noch ein Gedanke möchte ich uns auf den Weg geben, gerade in die nächste Woche hinein. Ich habe in den vergangenen Tagen in diesem Buch von Kardinal Robert Sarah gelesen, Kraft der Stille. Und da heißt es, die Stille erhält die innere Glut des religiösen Eifers. Wollen wir von der Gegenwart des Geistes Gottes in der Welt Zeugnis geben, müssen wir vor allem dieses innere Feuer mit der größten Sorgfalt hüten. Ich glaube, diese Zeit bietet auch eine Chance, dieses Feuer zu hüten, die äußere Stille, das Wenige an äußeren Terminen zu nutzen, um in diese Stille zu finden. Liebe Mitbrüder, gehen wir gemeinsam mit Christus den Weg zu Christus und nehmen wir in unserem Herzen mit die Menschen, die uns anvertraut sind.